Der Suchende. Dies ist die Geschichte eines Mannes, den ich als Suchenden bezeichnen würde. Ein Suchender ist jemand, der sucht, nicht unbedingt jemand, der findet. Auch ist es nicht unbedingt jemand, der weiß, wonach er sucht. Es ist schlicht und einfach jemand, für den das Leben eine Suche ist. Eines Tages spürte der Suchende den Drang, nach Kamia zu gehen. Er hatte es sich zur Gewohnheit gemacht, mit solchen Eingebungen, die von irgendwoher aus seinem Inneren kamen, nicht lange zu fackeln und ihnen einfach zu folgen. Er ließ alles stehen und liegen und machte sich auf den Weg. Nach zwei Tagesmärschen über staubigen Weg sah er in der Ferne Kamia liegen. Kurz vor dem Dorfeingang fiel ihm am rechten Wegesrand ein Hügel auf. Er war von einem wunderschönen Grün überzogen und Bäume, Vögel und zauberhafte Blumen gab es dort in unendlicher Zahl. Rings um den Hügel zog sich ein niedrig polierter Holzzaun. Ein Bronzetor lied ihn zum Eintreten ein. Sofort war das Dorf vergessen. Und er gab der Versuchung nach, sich einen Moment an diesen Ort auszuruhen. Der Suchende durchschritt das Tor und begann langsam zwischen den weißen Steinen umherzuspazieren, die verstreut zwischen den Bäumen standen. Er ließ seine Augen wie Schmetterlinge auf jedem Detail dieses farbenprächtigen Paradieses ruhen. Seine Augen waren die eines Suchenden, und vielleicht erkannte er deshalb auf einem Stein jene Inschrift. Abdul Tarek lebte 8 Jahre, 6 Monate, 2 Wochen und 3 Tage. Er erschrak ein wenig, als er merkte, dass der Stein nicht einfach nur ein Stein, sondern ein Grabstein war. Es schmerzte ihn zu erfahren, dass ein so junges Menschenkind an diesem Ort begraben lag. Als er sich weiter umschaute, bemerkte der Mann, dass auch der nächste Stein eine Inschrift trug. Er trat an ihn heran und las: Jamir Kalib lebte 5 Jahre, 8 Monate und 3 Wochen. Der Suchende zeigte sich zutiefst erschüttert. Dieser hübsche Ort war ein Friedhof und jeder Stein war ein Grab. Nach und nach begann er, die einzelnen Grabsteine zu entziffern. Alle hatten sie ähnliche Inschriften, einen Namen und die genaue Lebenszeit des Toten. Was ihn aber derart erschreckte, war die Tatsache, dass der älteste von ihnen kaum länger als 11 Jahre gelebt hatte. Von unendlichem Schmerz überwältigt, setzte er sich nieder und weinte. Der Friedhofswärter kam des Weges, trat auf ihn zu. Er sah ihn eine Weile still beim Weinen zu und fragte ihn dann, ob er um einen Familienangehörigen trauerte. »Nein, keine Angehörigen«, sagte der Suchende. »Aber was ist nur in diesem Dorf geschehen? Von welchem Schrecken wird dieser Ort heimgesucht? Warum liegen hier so viele Kinder begraben? Was für ein böser Fluch! Lastet auf diese Menschen, dass sie in einem Kinderfriedhof haben errichten müssen.« Der Alte lächelte und sagte: »Beruhigen Sie sich, es gibt keinen Fluch. Wir haben hier einen alten Brauch. Ich werde Ihnen davon erzählen. Wenn ein Jugendlicher 15 Jahre alt ist, schenken ihm seine Eltern ein kleines Heftchen, so wie dieses, das ich hier trage, und das hängt er sich um den Hals. Unser Brauch ist es, dass von diesem Moment an jeder Augenblick, in dem
einem etwas sehr Schönes widerfährt, in dieses Büchlein festgehalten wird. Links wird aufgeschrieben, was uns so glücklich gemacht hat, und rechts, wie lange das Glück gedauert hat. Seine künftige Braut kennengelernt und sich in sie verliebt zu haben, wie lange dauert die Leidenschaft, wie lange währt dieses Glück? Eine Woche, zwei, drei, dreieinhalb? Und dann der erste Kuss. Wie lange hält der große Zauber an? Eineinhalb Minuten, so lange wie der Kuss. Zwei Tage? Eine Woche? Schwanger zu werden, das erste Kind zur Welt zu bringen und die Hochzeit eines Freundes, die lang ersehnte Traumreise und das erste Wiedersehen mit dem Bruder nach seiner Rückkehr aus einem fernen Land. Wie lange dauert die Freude über diesen Moment? Stunden? Tage? Und so halten wir jeden freudvollen Augenblick in diesem Büchlein fest, jeden einzelnen. Und wenn jemand stirbt, so ist es unser Brauch, sein Büchlein aufzuschlagen und die Glücksmomente zusammenzurechnen, um das Ergebnis auf sein Grab zu schreiben. Denn für uns ist einzig und allein dies die wirklich gelebte Zeit.